Ihr wolltet in Transportfieber schon immer mal Euro haben und wolltet euren kompletten Kontostand sehen, dann bleibt dran bis zum Intro. Yo, moin Leute, und damit ganz herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Wie ihr ja im Intro schon gemerkt habt, geht es heute um den Betrag in Transportfieber, denn da habe ich dann doch schon einige Nachrichten bekommen. Ey, ich habe gesehen, du spielst hier mit Euro und du hast hier eine komplette Zahl stehen und nicht irgendwas mit dem hier 3,36 Billionen. Da habe ich einfach gedacht, mach einfach ein Video zu, weil ich möchte ja die Tipps und Tricks Reihe selbstverständlich wieder starten. Und da nochmal eine Bitte an euch, falls ihr neu seid in Transportfieber oder ihr irgendwas mal wissen wolltet, ja, wie ich das zum Beispiel baue, oder falls ihr irgendwelche Hilfen braucht, wie, okay, Bahnhofsbau haben wir schon gemacht, aber euch fällt bestimmt noch irgendwas anderes ein, dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. So, um diesen Betrag in Transportfieber zu ändern, brauchen wir die Settings.lua, die ist hier zu finden, das blende ich jetzt mal oben kurz ein. Dort findet ihr die und die sieht dann wie folgt aus. Fängt oben mit Function Data an, so fängt eigentlich jede Lua an. Das da oben können wir mal vernachlässigen. Und da können wir unter anderem auch noch andere Sachen einstellen, aber jetzt geht es natürlich erstmal um den Betrag, den finden wir ziemlich weit unten. Wichtig ist, die Reihenfolge kann bei jedem anders sein, das heißt, bei euch kann das nicht oder muss das nicht unbedingt in 129 stehen, das könnte auch irgendwo anders stehen, aber im Grund könnt ihr auch einfach in Notepad++ suchen mit Steuerung und F. Da könnt ihr dann zum Beispiel eingeben, ich habe jetzt das Wort RAW markiert, das heißt, er sucht auch gleich nach RAW. Wenn ihr aber das hier markiert und STRG F drückt, dann sucht ihr direkt nach diesem Wort oder ihr könnt es auch einfach angeben, Money Mode. Und dann könnt ihr hier weitersuchen und dann schickt ihr euch dorthin, falls ihr keinen Bock habt zu suchen. Auf jeden Fall müssen wir diesen Wert hier Money Mode umändern in RAW, R-A-W. Wichtig ist, nicht die Anführungsstriche wegmachen, weil die braucht Lua oder in diesem Fall das Spiel. So, der Money Prefix wäre in meinem Fall das Eurozeichen und ein Leerzeichen. Und mein Suffix hängt hinten dran, wäre Leerzeichen Euro. Das würde, wie wir ja schon im Spiel gesehen haben, dann so das heißt, aussehen. Ihr habt hier vorne Euro Leerzeichen euren Betrag, das heißt der Raw Output. Und hinten dran Leerzeichen Euro. Ihr könnt von mir aus, oder wenn ihr das wollt, könnt ihr auch nur ein Prefix reinschreiben, dann habt ihr halt nur Euro da dran stehen und hinten nicht mehr das Wort. Kann man auch machen. Ja. Man kann das auch, also man kann da auch hinschreiben von den Eurozeichen und hinten hinschreiben Deutsche Mark oder so. Also ihr könnt da wirklich reinschreiben, was ihr wollt. Und wichtig dabei ist, habe ich schon festgestellt, muss Transportfieber geschlossen sein und ihr müsst es dann natürlich danach, um das zu testen, auch wieder starten, ist ja logisch. So, und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, auch wenn es jetzt mal wieder ein kurzes Tutorial im Gegensatz zu den anderen war. Aber das wollte ich einfach mal kurz loswerden, weil da einfach mich sehr, sehr viele Leute gefragt haben, wie das denn geht. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem nächsten Tutorial. Da muss ich mir dann noch ein paar Ideen sammeln, was man denn noch alles in einem Tutorial machen kann in diesem Spiel. Das seid natürlich auch ihr gefragt. Habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn ihr Ideen habt, dann immer her damit. Ja, ich könnte noch sagen, heute Abend zwischen 19 und 19.30 Uhr wegen der Livestream zur Community Map, da fahre ich gerade drauf. Wer da Interesse hat, kann da auch gerne vorbeischauen. Die Links sind alle auf dem YouTube-Kanal zu finden. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Ist ja schönes Wetter, also zumindest bei uns hier in Baden-Württemberg. Sonne scheint, 18 Grad. Ja, geht raus. Macht was. Bis dann. Ciao.